kazi za dancom. Kad dohet stane. Redan na gedom. Charles Lee Monmouth. Die einzigen Worte, die man versteht, sind Charles Lee und Monmouth. Oh mein. Okay. Ja, es hätte jetzt echt nicht sein sollen. Warum die Leute auch nie mal miteinander reden? Das ist immer, nein, du, ba-ba-ba-ba. Schon mal was von eventuell einem Gewissenskonflikt oder ah, verdammt, wie heißt das? Wunderbar. Hey, was war denn das gerade? Na gut. Ah, jetzt. Es braucht das Vertrauen. Okay. Ja, natürlich nicht. 200 Punkte. Wunderbar. Muss ja auch sein. So, dann mal, gehen wir mal wieder hin. Okay. Mission beendet. Wunderbar. Dann können wir auch gleich mal die nächste Mission beenden. Wieso auch immer ich in Connecticut eine Mission beendet hatte schon, aber na gut. Wird ausgeführt. Ah, deshalb wahrscheinlich. So, na dann. Yeah, 100%, so muss es sein. Ja, 4 Milch gibt's, wenn man das macht. Es ist jetzt deswegen auch nicht so berauschend, wirklich. Oh ja, ich könnte mal wieder hier meine Lieblingswaffe hier mit reinbringen, bevor es hier weitergeht. So, alles wieder am Start. Oh, Assassinen-Gilde, schon wieder. Neue Aufträge. Wer ist denn jetzt wieder fertig? Die anderen vier wahrscheinlich. Nee, okay, die anderen vier sind immer noch nicht fertig. Toll. Naja, Auftragsattentate freigeschaltet, ne, natürlich. So dann. Wo muss ich denn hin? Ich muss nach Hauptmission. Wo ist denn das? Hier ist New York auf alle Fälle das. Hauptmission. Was ich aber jetzt mache, ist nochmal kurz in die Siedlung gehen, um mal zu schauen, ob denn da hier irgendwelche Verbesserungen sind. Wenn hier keine Verbesserungen sind, werde ich einfach mal die Hauptmission weitermachen. Ah, nee. Was ich noch machen wollte, ist einen Konvoi wieder mal zu starten, damit ich wieder extrem viel Kohle bekomme. Komm schon. Jetzt. Also dann, gibt es hier irgendwelche neuen Missionen? Nein? Okay, dann gehen wir mal hier oben hin. Komm schon, ich bin dieses dämliche Geschäftsbuch. Mein kleines, braunes Geschäftsbuch. Das wird nie wieder aus meinem Kopf rausgehen, diese Terminologie. So. Komm schon. Was haben wir denn Feines? Ah. So, Lager. Werden wir uns nochmal kurz kaufen. 10. Ah, ja, genau. Die werden wir auch nochmal alle herstellen. Hickory, das ist auch eins gewesen. Holzkohle, davon brauchen wir auch noch viel. So, kann man nicht mal sowas wie Autoherstellung oder sowas machen oder so? Das wäre mir echt lieb, wäre mir das. Hier ist nichts. Okay. Hier ist theoretisch auch nichts, weil ich habe nichts davon hergestellt. Ah, okay. Bärenpelze. Wieso fehlen Bärenpelze? Wurden mir beklaut oder was ist passiert? Ich habe doch eigentlich bloß was gekauft. Wieso sind da Bärenpelze auf einmal weg? Oder liegt das an der Herstellung, die ich irgendwie dann nicht mehr machen konnte? Keine Ahnung. Hätte natürlich auch sein können. Oh Gott, hat er hier viel Sachen verschwendet. Sand? Dreimal Sand? Ich habe doch bloß einmal Glas. Na doch, eventuell mehrere Male. Ja, irgendwas hergestellt. So, der Handel ist mal wieder auf vollen Wege. Wo müsste mit denn mal was bauen? Ob uns denn mal Feines zusammen? Die Bärenpelze gingen natürlich extremst gut weg. Beziehungsweise hier die Goldringe. Was sind hier mal Sonstiges? Genau. Bärenfellvorleger sind sowas Feines.
Werden wir mal herstellen und ja. So, noch ein. Drei. Besser. Okay. So, bei 100 ist. Und dann nehmen wir ein anderes kleines Gegenständlein. Sonstiges, was wäre noch? Bäranhänger. Ja, da fehlen mir uns jetzt Ressourcen. Warum auch? Wieso filmen? Na, natürlich. Ah, können wir dann einfach mal die Dinge herstellen, die man braucht. Einfach mal so, zack, herstellen. Ohne großartig irgendwie hier rum zu hantieren. Einfach mal nur herstellen. Na gut, Metallarbeiten. Das bauen wir uns denn mal zusammen. Silberringe, Tischlerzeug. Was wir brauchen, ist ein Goldring oder... Nee, Bergmann-Werkzeug. Wir bauen uns Gold zusammen. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und fünfmal. So. Und dann bauen wir uns noch irgendwas aus Holz. Das dürfte nämlich auch noch irgendwo sein. Hier Holzarbeiten. Edle Möbel. Genau. Herstellen. Drei. Vier. Fünf. Ah, habe ich doch noch. Entsprechend. Also sind drei unterschiedliche Holzarten. Erfindungen. Spezialisierungen brauchen wir auch nicht. Beiderwand. Keine Ahnung. Alkohol. Medizin. Könnte ich natürlich noch ein bisschen herstellen. Was sind das eigentlich? Das ist Beize. Natürlich. Für Beize brauchen wir bestimmt wieder irgendwelche Glassachen. So, Medizin. Kann man hier denn nochmal... irgendwas ohne Glas! Hier ist alles mit Glas. Moment mal, was ist denn das wieder? Pomade. Da brauche ich bestimmt wieder Bärenfett. Wo finde ich bitte Bärenfett? Eine medizinische Tafel. Toll. Dazu ist er noch nicht intelligent genug. Nee, das ist auch wieder sowas. Auch wieder. Na gut. Sonstiges. Gibt's hier denn irgendwas? Ein Decken? Nee. Das hier? Nee, 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 nee. Ha. Nee. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ha. Sehr gemein. Medizin, Nahrung brauche ich auch nicht. Kleidung bringt im Grunde genommen auch nichts. Da gibt's kein... Der Arzt kann, glaube ich, nichts herstellen, was mit Kleidung zu tun hat. Na gut, Beize ist hier, die Glasflaschen sind hier, im Grunde genommen Knöpfe. Oh. Zwei Knöpfe brauchte ich ja, ne? Herstellen, da werde ich einfach mal kurz zwei Knöpfe herstellen. Nochmal herstellen, so. Jetzt habe ich theoretisch die Knöpfe. Was ich jetzt aber noch brauche, ist irgendwas von diesem dämlichen Arzt. Aber wieso auch immer. Na, der Alkohol, der bringt mir jetzt auch nicht so ganz was. Dadurch, dass ich Fässer herstellen muss und die Preise irgendwie höher werden. Nee, nee, nee. Wo habe ich denn jetzt auf einmal diese Glasflaschen? Ach nee, die hatte ich einfach noch. Aus Reserve. Na gut. So, ich schicke mir also mal so einen unserer Karren los. So, Ressource auswählen. So, Materialien brauchen wir nicht. Die Knöpfe behalten wir. Metallarbeiten. 120, 300, 400... 5, 4, ja okay, da ist es immer der erste Händler. So, Metall ab. Fuck, das ist das Falsche. Materialien brauchen wir nicht, Mineralien hier. Nehmen wir den. So, Metallarbeiten, nehmen wir den wieder und dann nochmal. So, und dann nochmal, weil es so schön war. Aber dass die Goldringe so extremst schnell hergestellt werden können, das ist deswegen schon cool. Noch was. Und dann noch was. Oh, für 800? Alter. Da kann ich wirklich extremst viel in Bärenpelze, naja, investieren. Das ist deswegen sehr schön. So, und dann werden wir wieder den Handel aktivieren. Nehmen wir den Land, können wir wieder. Und auswählen. Sonstiges, wieder mal den Bärenpelz und nochmal den Bärenpelz und jetzt kommen wieder die Möbel. Die gehen immer auch irgendwie weg wie warme Semmeln, bis auf die Tatsache, dass es, naja, aus Holz ist und kalt und, naja, nicht zwingend semmelig. So, kann ich denn noch irgendwas anderes verkaufen hier? Ich glaube nicht. Na gut, egal. So, und Land können wir losschicken. Dam-di-dam-di-dam. Wie lange brauchen die denn bis da? 22 Minuten. Na schön, danke. Okay. Oh, Goldringe. Habe ich auf einmal. Das Lager könnte ich mal wieder auf Vordermann bringen. Theoretisch habe ich ja ein bisschen was mitgenommen. Was?
Okay, Moment. Ich habe doch eigentlich 5 von 5. Wollt ihr mich verarschen? Ha. Wie um alles in der Welt funktioniert die Scheiße? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nicht alles ist so richtig erklärt, wie das in dem Spiel zu funktionieren hat. Ha. Sehr interessant. Wenn man irgendwas herstellt, wird das Maximum an Gegenständen dann irgendwie wieder umgewälzt und allen möglichen anderen Schwachsinn und so. Au, Alter, ich habe 23.000 Kohle. Das ist schön. So, wir gehen nicht nach New York, nein, wir müssen ins Grenzland. Nach New York können wir ja dummerweise nicht, weil wir hatten ja hier noch was zu erledigen. Moment. Hauptquest ist da. Ist ja auch nicht so, dass es irgendwie auf der Karte angezeigt wird oder so. Ah, sind wieder Aufträge vorhanden? Nee, sind sie nicht. Schade. Okay. Dann werde ich dann wahrscheinlich wieder wissen, wenn die da sind. Ah, oh, na klar. Und die Wachen gehen mir mal wieder total auf den Geist. Wegen ihren, greift den, was auch immer das ist und so weiter und so fort. Und hier und hast du nicht gesehen und das und jenes und oh, belastend. Oh, jetzt ist wieder... Sind hier nochmal irgendwo irgendwelche Tiere? Und ich hätte irgendwas verkaufen können. Was ist das denn? Mist. Na, schönen Dank. Ah, ein Reh. Wunderbar. Ach, ich komme jetzt nicht an das Vieh ran. Das ist jetzt so tragisch. Wir müssen die Position halten, solange es nötig ist. Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Die Opfer, die eure Brüder gebracht haben, dürfen nicht umsonst sein. Geht jetzt! Tragt die Schlacht zum Feind! Sie sollen den Tag verfluchen, an dem sie uns treffen! Das ist doch mal eine ziemlich gute Ansprache gewesen. Respekt. Mit einem leichten französischen Akzent, aber sonst ist es in Ordnung. Der Sieges! Was ist denn das bloß für eine... Bastard! Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwindet. Ich soll wieder alles richten. Na, klasse. Wo kommen die denn her? Sag allen, dass wir uns zurückziehen. Wir haben ein kleines Problemchen. Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Na dann. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Wache. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne chance, mon ami. Okay. Okay. 3 Minuten. So funktioniert das. Hep. So. Ich hoffe mal, dass die... Kann ich irgendwie... Jetzt kann ich wieder schießen. Hep. Zack. Wunderbar. Oh, oh. Ganze Trupps mit einer einzigen Kanonenkugel neutralisieren. 2 von 8. So, na komm schon. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, kann die Kacke mal schneller nachladen? So, und dann noch was. 2 Trupps mit einer einzigen Kanonenkugel eliminieren. Ja, dann mach das mal. So, na dann. Und zwar machen wir das so. Ah, klar. Okay, es funktioniert also doch nicht, 2 Trupps mit einer Kugel zu eliminieren. Was ich machen könnte, ist einmal hier das hinschießen. Ja, okay. Das Problem ist, je mehr sich ansammeln, desto besser ist es doch eigentlich, finde ich, oder? Ah, leider immer noch keine 2 Trupps. Okay, ganz rechts haben wir noch ein paar Schützen. So, na komm schon. Und es ist feuerbereit wieder mal. Wow, Junge, Junge. So, dann komm schon. Wie soll man das denn bitte hinbekommen, 2 Trupps mit einmal zu killen? Ey, es ist unmöglich. So, und dann hier noch. Übrige Patrioten. Und jetzt brauche ich noch ein 8. hier. Na komm schon. Ladet nach, meine Leute. Ladet nach. So. Wie schaffe ich das jetzt bloß, 2 mit einmal zu machen? Die müssten dann wirklich sehr nah beieinander stehen. So, dann noch das noch.
Es sind nicht mehr sehr viele Patrioten übrig. Oh Gott, die werden jetzt alle der Reihe nach verrecken hier. Aber was eine Kanonenkugel deswegen doch hier an Schaden macht. Oh, super. Na komm schon. So, nehmen wir die noch. Dadurch, dass die Reichweite, also die Sprengbreite hier nicht so hoch ist, da... Ich schieß meistens immer nur auf die hinteren und nicht auf die... Okay, na gut, die ballern hier sowieso alles ab. Das sind nur noch... Das sind 6 und das sind 1, 2... Das sind 8, scheiße. Der eine, der hier die ganze Zeit ballert... Ach, den können wir ignorieren. Wegen einem mache ich mir jetzt nicht so ins Hemd. Sagte der Assassine, der alleine ein ganzes Team auseinandernimmt, ne? Herrlich, 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 herrlich. So, kann ich eigentlich noch weiter? So, na komm schon. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Okay. Ach du Sche... Und niemand von denen schießt, ne? Das ist deswegen auch geil. So, wen machen wir denn? Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiß auf das Pferd jetzt. Die paar Meter können wir auch laufen. Moment mal. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, ein paar sind fertig. Super. So, Georgia. Savannah. Zuweisen. Nehmer. Bestätigen. Super. Haben wir die. South Carolina. Nehmen wir den. Und zuweisen. Ja. Yep. So, hätten wir das schon mal. Kümmern wir uns noch um New Jersey. Zuweisen, zuweisen. Ja, das dürfte funktionieren. Ja, Hinrichtungen von Patrioten verhindern. Oh, nee. Wo steht er das genau? Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. So, na gut. Okay, wow, wir kämpfen ein... wir brauchen auch nicht zu kämpfen hier. Was ich gucken muss, ist, dass die Hinrichtung von den ganzen Leuten irgendwie safe ist. Sind hier noch irgendwo welche, die hingerichtet werden? Da ist noch einer. Wir werden dem sowas von helfen. So, wir werden jetzt einfach tausende von Feinden hier. So, okay, komm schon. Zwei haben wir schon mal geholfen hier. Dem brauchen wir nicht zu helfen. Der wird wahrscheinlich bald exekutiert werden. Ja, genau. Aus meinem Weg, mein Freund. Okay, au, shit. So, und wir rennen weiter. Das ist doch mal ziemlich krass gewesen hier. 1, 2 und 3. Schöne optionale Sache. Oh Gott, der humpelt. Kann ich den nicht irgendwie tragen oder mit hier hinter mir herschleifen? Das wäre doch mal eine ziemlich gute Idee. Da wird einer mit 3 Seilen an 3 Personen befestigt und der wird dann einfach hinterhergeschleift. Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war. Oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind. Und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhält sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Müssen sehr gründlich sein. Und sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Ach, Politik. Politik. Das Leben zu schenken. So werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Bitter. Das ist echt bitter. So, Sequenz Nummer 10. Beendet. Toll, und dann gibt es noch Sequenz Nummer 11. Oh, neue Waffe im Geschäft. Ja! Bitte lass es eine neue stumpfe Waffe sein. Bitte eine gute stumpfe Waffe. Dann bin ich alt, dann mache ich einen auf Sauron hier. Bam! 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 Oh, Mann. Hätten wir eigentlich schnell wieder Bock hier auf ah, wie heißt? Ah, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Es ist so traurig. Moment. Overlord. Schönes Spielchen. Der 1 war aber schöner als der 2.
Santiago hat dein Dad. Das war doch nicht, das war doch klar. Italien, da wo sie auch dich festhielten. Aha. Aha. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Ach, noch mehr. Noch mehr. Na, was denn jetzt? Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich. Den Umständen entsprechend. Okay. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor. Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Das ist ein kleines Problemchen. Ich wusste immer, dass es dazu kam. Oh, nur nicht so bald. Jetzt muss ich dem auch noch helfen. Na klasse. Ich frage mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil Ihres Plans? Ich denke mal schon. Wollen Sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten Sie Ihre neue Welt. Reif für einen Neuanfang. Mhm. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen. Das wäre in seinem Sinn, unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann? Keine Chance. Ach. Vielleicht riskiere ich mein Leben, all unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Ja, was sollst du sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. Was sind die denn endlich mal da? Mein Gott. Das hat ja eine Ewigkeit. Jetzt. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das war eine schlechte Idee. Ja, das war eine sehr schlechte Idee. So ein Bullshit. Vor allen Dingen mit so einer... Der weiß nicht, was das Wort Hidden in Hidden Blade bedeutet. Wirklich. Also... Ein verstecktes Schwert, ne? Oder eine versteckte Klinge. Sieht das aus wie eine versteckte Klinge? Sieht das nach versteckt aus? Na gut. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause, danach geht's hier weiter. Dann bis dann. Und ciao, ciao.